Hi und herzlich willkommen bei Unspielbar, dem Format, bei dem ich endlich Esther zurückwählen kann. Unspielbar. Ich bin heute auf der entspannten Seite und kann mich endlich mal zurücklehnen, nachdem ich letztes Mal mehrere Nerven verloren habe. Und diesmal ist Esther auf der anderen Seite. Wie fühlst du dich, Esther? Super. Super, hast du richtig Bock? Ja, ich habe richtig, richtig Bock. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Ja, ist doch mega. Hey, du weißt doch nicht mal, was du spielen musst. Und es kann doch voll der Hit werden. Vielleicht kriegst du ja Halo diesmal, hä? Cool. Dann revealen wir mal, was du heute spielst. Vielleicht revealen wir erstmal, auf welcher Konsole du eigentlich überhaupt spielst. Mhm. Nintendo 64 kommt und befreit die Videospiele aus ihrer flachen Welt. Ich wusste es. Wieso wusstest du das? Weil ich den bei Tim auf dem Schreibtisch gesehen habe. Tim! Ey, wir gehen einfach in mein Büro! Oh nein! Nein! Ist es dein Ernst? Das ist einfach. Oh! Nicht euer Ernst! Kennst du das Spiel? Oh ja, das habe ich als Kind gespielt. Ja, aber hast du noch so ein bisschen irgendwie so, weiß nicht, ein Gefühl dafür? Oder nee, gar nicht. Ich hab's vor zwei Jahren nochmal gespielt oder so und es war nicht gut. Ja, geil. Aber das ist heute deine Aufgabe. Geil. Bin gespannt, wie du dich schlägst. Und jetzt nochmal, was du genau machen musst. In Diddy Kong Racing kann es natürlich nur eine Challenge geben. Whizpick. Das Zauberschwein aus der Gaming-Hölle hat Ende der 90er reihenweise Kids traumatisiert und sorgt bis heute für nervöse Zuckungen, wenn es irgendjemand wagt, diesen verfluchten Namen auszusprechen. Der Endboss aller Endbosse muss bei einem Rundkursrennen besiegt werden, indem man vor ihm ins Ziel fährt. Dafür muss aber ein absolut perfektes Rennen gefahren werden. Nimmt man einen der Beschleunigungsstreifen nicht mit, kann man direkt neu starten. Dazu kommt Regen, Wasser und die absolut wahnwitzige Geschwindigkeit von Whizpick. Unfair ist hier gar kein Ausdruck. Ja, dann mal viel Spaß, Esther. Bist du ein großer Racing-Fan eigentlich generell so? Nee, nicht wirklich. Überhaupt nicht? Mhm. Ja, dann passt das Spiel perfekt zu dir. Du kannst einfach mal auf Start drücken. Jetzt kannst du dir jemanden aussuchen, wie du magst eigentlich. Tatsächlich hast du da freie Wahl, die fahren sich ja alle so ein bisschen anders. Ich bleib erstmal bei Diddy. So, und jetzt musst du einmal dich umdrehen und in den Mund von da reinfliegen. Cool. Oh, okay, cool. Immerhin, first try, ich war nicht beim ersten Mal. Das fängt schon gut an. Ja, das kannst du jetzt eigentlich immer wegklicken, aber du kannst sie auch einmal anschauen. Weil den wirst du jetzt ein paar Mal eventuell sehen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ja, eigentlich, das ist easy as that. Du fährst eigentlich im Kreis dreimal und musst den halt überholen, ne? Der erste gewinnt. Let's go! Das fängt gut an! Und es regnet, also die Strecke ist... Ja, cool. Du kannst auch jederzeit auf deinen mittleren Knopf neu starten. Okay. Ja, ich guck mir das hier erstmal an. Nein, du guckst es erstmal an. Was hier so abgeht. Dumm, dass da Bäume sind irgendwie, ne? So auf der Strecke. Ja. Ist es nicht auch der Hammer, dass man so richtig die Strecke eigentlich erst sieht, wenn man wirklich direkt dran steht, weil vorher alles pixelbrei ist? Ja, voll der Hammer. Okay, cool. Naja, muss aufpassen, der überholt dich bald dann auch. Da, guck mal. Oh Gott, rennt der mich jetzt um? Das ist ja dumm. Du sollst vor ihm sein, ne? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, aber ist ja gut. Ja gut, Strecke kennenlernen, habe ich auch gemacht. Ich habe das ja logischerweise auch gespielt vorher. Ach, jetzt muss ich da sogar neu reinfliegen, oder was? Ist ja asozial. Eigentlich nicht, aber ich sag's dir jetzt einfach mal noch nicht. Wie findest du es denn bisher? Du hast doch gar nichts so gesagt. Jetzt hast du mal die Strecke kennengelernt. Ja, nostalgisch bisher. Ja, ich habe nur damals nie wirklich, also richtiges Rennen gespielt, sondern, also... Schon, aber ich bin lieber Flugzeug geflogen und hab Eier aus dem Nest angeklaut. Kor!
passt. Okay, ich drehe mal eine Runde. Hast du das Gefühl, du bist gerade nah dran irgendwie? Ja. Hm? Ja, genau. Hm? Fast geschafft. Ja. Du lässt mich irgendwann wissen, wo dein Pegel ist. Und dann kann ich eventuell eingreifen oder halt auch einfach trotzdem nicht. You know, their parent says, you know who that is? That's the Grinch. And I go. Es ist schon auch, also es ist ja auch für mich spannend und nervenaufreibend, wie knapp eure Rennen halt sind. Aber ich komme immer ein Stück weiter. Immer so ein. Sie hat noch nicht gecheckt, dass man das Flugzeug skippen kann. Aber sie fliegt so schlecht damit, dass ich es nicht skippen will. Kann ich direkt neu starten? Ne? Oh! Okay. Wie, jetzt musst du ja gar nicht Flugzeug fliegen. Ich dachte, das war voll gut. Stimmt. Ich hab dich so gern fliegen lassen doch. Dabei sieht er doch so nett aus, ne? Ja, der sieht voll nett aus. Ihr habt beide ein Septum. Was? Mit dem Charakter mit Didi fühlst du dich ganz wohl, oder? Vom Fahrstil her und so. Ach stimmt, ich kann ja noch einen anderen Charakter wählen, ne? Ja, jetzt hast du mich halt stutzig gemacht, ne? Kannst du bitte, ich würde es gerne hören, was du vor dich her fluchst. Fick Scheiß, hab ich gesagt. Oh, okay. Oh. Irgendwo muss ja irgendwas fehlen. Ja. Ich kann dir auch sagen, wo und noch nicht sagen, was du machen, also was du da machen musst. Okay. Ja? Okay. An den Schnelldullis. No, echt? An den Schnelldullis fehlen noch was. Muss ich ja machen. What the hell is this? Was hast du denn gemacht gerade auf den Schnellstreifen? Ich hab A gedrückt. Und dann? Dann hatte ich geiles Zeug. So grün. Okay, cool. Aha, da grün. Regenbogen. Und das einfach immer jetzt. Okay, ich trainiere. Rising up, back on the street. Did my time. So, neuer Charakter, mal versuchen. Los! Hey, yo! Ja, der fährt sich ja ein bisschen anders, aber dafür ist er schneller. Komm, ist da. Nani? Hey, Nia, weißt du, was ich nicht verstehe? Ja, komm her, Tim, was verstehst du nicht? Wenn wir ihr schon diese geilen Tipps geben. Aber alle, Beispiel, alle hat sie bis jetzt, ne? Wenn wir ihr schon Tipps geben, wie dass wir diesen Charakter nehmen sollen. Ja. Also ich meine, sie muss es dann auch umsetzen, ne? Es hapert halt jedes Mal an der Umsetzung. So, sie sagt immer, so theoretisch versteht sie das alles und theoretisch weiß sie komplett, wie das Spiel funktioniert. Und dann guckst du dir so eine Praxis an, wenn eine Kurve kommt, dass sie die nicht kriegt. Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, ja? Ja, aber. Nimm mal die Maus, Esther. Okay, ich probiere die Maus. Das ist mein Favorit. Okay. Du spielst jetzt die Maus, ne? Die ist ähnlicher zu Didi als das Krokodil gerade. Der große Vorteil bei der Maus ist, dass sie die Kurven extrem gut fährt. Also die ist extrem wendig. Okay, ich bin gespannt. Und ich habe das mit der Maus gefahren. Esther spielt unspielbar. Alle finden's wunderbar. Doch leider halt nur sie nicht. Ich sehe das am Gesicht. Es ist Diddy Kong Racing, damals ohne Raytracing. Und Whispick rennt im Kreis, doch sie fährt grad nur Scheiß. Es ist Diddy Kong Racing, damals ohne Raytracing. Diddy, Maus oder Krokodil, alle Tipps helfen nicht viel. Wir sind Esther und Janina, so lang war ich noch nie da. Du musst doch einfach Erster werden und nicht immer im Wasser sterben. Isa, ich sag dir das jetzt. Okay? Warte. Ja, sag's mir.
Du musst quasi deinen Gas-Button, was ist das, B oder A? A, du musst den pushen. Also wenn du den immer loslässt und wieder drückst, hast du ungefähr 10 km/h mehr, triffst deine Boosts richtig oft und wenn du einfach nur geradeaus fährst, pushst du dich damit, wenn du so den Button pushst. Ist das so? Der, dein Gas-Button. Ich probiere das jetzt aus. Aber du machst ja nichts. Ist, ah ja, genau. No way! Ja. Und das ist ja auch die Bewegung, die du machen musst, wenn du auf den Schnelldullis bist. Und dann kriegst du die quasi relativ safe und pusht dich, wenn du nicht auf den Schnelldullis bist. Ich krieg dich jetzt, du Ficker. Jetzt konzentriere dich einfach. Fahr einfach durch. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Aber ich muss noch eine Runde fahren. Road again. Fahr einfach weiter. Push den Button. Push den Button jetzt, wo du nichts hast. Push den Button. Eine Runde noch. Ist da. Push den Button. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Oh, ey, krass! Sau gut, ey! Wie geht's hier? Wie ist es? Lass es laufen. Für 2 Sekunden habe ich gejubelt und jetzt ist es vorbei. Jetzt bricht's ein, ne? Ich finde es auch gut, weil ich habe wirklich Hunger jetzt langsam. Der Tonmann beschwert sich schon, dass mein Magen so laut knurrt. Boah, jetzt kommt dieser Elefant da, ne? Ja, wie fandst du es? Sag doch mal. Ja, cool. Ich sag, die Maus, die ist der fucking Shit, ey. Mit der habe ich es auch gemacht. Cool. Das Ding ist, du hast halt jetzt noch eine Rückrunde. Nein! Aber es schmeißt dich nicht mehr zum Anfang zurück. Aber die ist auch viel einfacher. Also die ist halt nicht nur ein Kreis. Doch nicht! Ihr habt mich verarscht! Ich hab gerade echt fast geweint, no lie jetzt. Mir kamen fast die Tränen, als ich jetzt wusste, ich muss noch mal spielen. Hallo, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wie ich selig zusammenbreche. Und hier sind richtig coole Videos. Guckt euch die an, lasst ein Like da, kommentiert mal ein bisschen und dann geht's mir besser.